Und dann kriegt der halt Speed dazu und so weiter. So, dann nehme ich mal die Türen. Ja, und da gibt es halt auch noch ein paar andere Viecher, aber die will ich euch jetzt nicht zeigen, weil die möchte ich dann im Let's Play mit euch finden. Und wie der Mod heißt, das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, einfach unten mal reinschauen, ist nicht so schwer. So. Auf jeden Fall, er zahlt sich aus. Ich finde ihn richtig cool. Also mir ging ja jetzt schon nach einiger Zeit, fand ich halt die Zombies jetzt nicht mehr so toll. Ich wollte auch mal wieder was anderes haben. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Holzfällen. Und da habe ich mir gedacht, ja, hole ich mir ein paar Kreaturen dazu. Ich weiß nicht, wie der eine Mod heißt. Mo Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber ich glaube, die meisten wissen es. Wo andere Viecher hinzukommen. Ach Gott, ich bin beim Mod so schlecht. Nein, ich weiß gerade nicht. Tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall, das ist so. Ja. Dass ich mir den anderen halt geholt habe. Und da ist anscheinend die Mutterspinne gestorben. Ich komme da einfach nochmal später hin, damit ihr sie sehen könnt, wenn sie weinen. Schaut richtig lustig aus und ehrlich gesagt will ich den Scheißring langsam nicht mehr haben. Ich habe mir auch kurzzeitig überlegt, ob ich mir eine Matmos-Sound-Mod hole. Dann habe ich mir gedacht, nee, das ist dann schon wieder zu viel des Guten. Und das lasse ich jetzt dann auch mal lieber. Es sein. Da geht es in die Höhle runter, genau. Ach ja. Bei der 1.5, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich glaube, der. Ich habe es jetzt nur mal gehört. Ja. Kein Gerücht sein, kann auch stimmen. Aber in der Hölle sollen jetzt auch Erze hinzugefügt werden. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann finde ich das richtig gut, weil endlich. Dann verstehe ich es, warum Minecraft 1.5 so lange auf sich warten lässt. Auf jeden Fall ist es halt so, wenn es der Fall ist, da finde ich die Hölle wieder interessant. Weil dadurch, dass man in der Hölle dann Erze kriegt, dann muss man sogar in die Hölle ab und zu gehen. Und noch lustiger wäre es, wenn dann die Zombie-Pigments ja das beschützen würden. Also die Erze. Der Kloster wäre halt nicht so prickelnd, aber halt die Erze. Damit man auch mal ein paar Gegner hat. Damit das Ganze nochmal ein bisschen interessanter wird. Weil man geht ja nicht irgendwie in die Hölle, wenn man, keine Ahnung, gerade angefangen hat. Das macht man nicht. Man geht in die Hölle, wenn man schon Diamanten hat und alles Mögliche. Und da finde ich das dann gar nicht mal schlecht, wenn auch die Zombie-Pigments einen da wirklich mal angreifen. Also von sich aus angreifen. Also das würde ich wirklich, da würde ich wirklich einen Daumen nach oben geben. Ma. So, wie viel Holz habe ich dann eigentlich schon? Ja, komm, den dritten Stack mache ich jetzt auch noch mal schnell fertig. Weil ich will ehrlich gesagt nicht dann gleich wieder Holz fällen gehen. Ich bin der Holzfäller. Und irgendwie ist die Map scheiße. Also, sie ist nicht schlecht oder so, aber überall, wo ich hinlaufe, ist Wasser. Da drüben ist Wasser, da ist Wasser. Und. Ja, das ist scheiße. Ich meine, ich habe die Map ja ausgewählt, weil ich das Gebiet cool fand, wo ich gespawnt bin, beziehungsweise wo ich jetzt meine Sachen stehen habe. Das Gebiet finde ich ja richtig cool. Außerdem habe ich es ja auch noch wegen dem Dorf genommen. Ich meine, ich habe einfach mal eine neue Welt erschaffen und dann gab es auch schon dieses Dorf. Das fand ich ehrlich gesagt richtig lustig. So. Pilze kann ich eigentlich auch mal mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die später mal brauchen werde, weil ich werde mir wahrscheinlich nie eine Bildsuppe machen. Aber warum nicht? Warum nicht? Ich meine, ich habe ja nur drei Kisten für Pilze eingeplant. Also für jede Pilzsorte drei Kisten. Oh, das war knapp. Dann laufe ich jetzt auch mal wieder zurück. Weiß nicht, irgendwie
Ich mag es nicht, wenn zu viel Wasser ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weil, ich meine, hier ist Wasser, da drüben kann, also man kann eigentlich auch nicht wirklich weit in die Wüste reinlaufen, weil dort auch wieder Wasser ist. In die Richtung bin ich schon oft genug gelaufen. Da kommt man auch relativ schnell zu einem Meer. Und wenn man in die Richtung läuft, kommt man dann auch nach 5 Minuten ungefähr zu einem Meer. Also ich bin das Ganze schon mal abgelaufen. Und das Problem ist, ich bin ja halt auch übers Meer schon ein bisschen rüber geflogen. Und es war eigentlich nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, nach einer Minute oder so habe ich wieder lang gesehen. Nee, das ging die ganze Zeit so weiter. Und das ist halt auf Dauer richtig nervig und das will ich auch nicht. So, das ist unser schönes Dorf wieder. Und ich muss sogar hier zurück. Ach komm. Wisst ihr was? Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt runter ins Lager, mache jetzt zwei Enchanting Tables, mache jetzt mal die Inneneinrichtung von dem Turm da drüben, richte mir auch dann das Schlafzimmer ein, damit ich mal ein paar Sachen habe, damit ich nicht nur immer hier oder hier rumbastel, sondern auch mal wieder am Turm rumbau. Oh ja. Yeah. Mit Regen ist ja noch viel, viel schöner. Für alle Leute, die es jetzt gerade einschalten, ich will es halt einfach nur immer dazu erwähnen. Es ist egal, ob ich mit dem Typhon Texture Pack aufnehme oder mit diesem Texture Pack. Es ändert sich nichts von der Framezahl. Oder vielleicht nur, ja, ein, zwei, ja, sagen wir mal, ja, vielleicht, es ist eins höher jetzt, die Framezahl, nicht 15, sondern 16, wow. Es liegt einfach nur daran, also an dem Biom oder einfach generell an Minecraft, weil es ist so, dass Minecraft in letzter Zeit bei mir richtig rumspackt. Also so viele Black Screens, wie ich jetzt mit Minecraft hatte, hatte ich noch nie. Und ich meine, da habe ich nicht in der Welt gespielt, sondern woanders. Und ja, ich habe schon vieles probiert und irgendwie, also mag es einfach nicht funktionieren. Ich hatte eh noch Wood. Meine Güte. So, das Ganze kann ich jetzt mal da reingeben. Was habe ich denn noch alles mit? Genau, Gold kann ich da reingeben. Also Eisen. Eisen könnte ich eigentlich auch gleich noch schmelzen. Ma. Gold. Dann brauche ich jetzt mal Diamanten. Habe ich eigentlich irgendwie noch Smaragd? Habe ich 9 Stück. Obsidian. Habe ich eigentlich noch Obsidian? Brauche ich dann Fackeln? Fackeln. Ah, Fackeln sind da. Okay. 8 Bücherregale habe ich leider nur noch. Das heißt, ich brauche so oder so Leder. Hier ist irgendwo die Behutsamkeit. Spitzhacke? Nee, anscheinend doch nicht. Okay, habe ich mich getäuscht. Kann mal passieren. Dann renne ich mal dort nach hinten hin. Boah, ich muss hier so viel. Oh. Ich schaue jetzt noch mal kurz. Hier habe ich doch genügend Erde. Ich glaube, Erde nehme ich jetzt auch mal wieder so ein bisschen was mit. Und warte mal. Wenn ich jetzt schon da bin. Ich will nur was nachschauen. Okay, Obsidian habe ich anscheinend nicht. Kann mir nichts machen. Aber ich kann ja jetzt mal das ganze Glas hier mitnehmen. Und ich schaue jetzt auch mal da hinten hin, was da passiert ist, weil irgendwie funktioniert die Redstone-Leitung nicht mehr. Stein habe ich jetzt natürlich wieder nicht mit. Das heißt, ich hole mir jetzt auch mal Stein. Stein ist da ganz oben. Jo. Und komisch. Weil ich werde mich jetzt da mal reinbuddeln und mal schauen, was hier kaputt gegangen ist. Ah, da fehlt das Redstone. Okay. Hab schon gefunden. Das heißt, ich hole mir jetzt mal Redstone. Ne?